Ton, 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 Multifunktionsgerät, Rammstein. Sehr gut. Sonntag, 22:55 Uhr. Ich arbeite gerade an einem Video, in dem sich um zwei deutsch-koreanische Pärchen handelt. Das ist übrigens nicht für meinen eigenen YouTube-Kanal, sondern für mein externes Projekt. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass ich das schnell fertig mache. Aber ich kann das nicht. Ich kann einfach nicht weitermachen. Also das Video selbst gefällt mir schon sehr gut, finde ich cool. Obwohl das noch nicht ganz fertig ist. Und diese zwei Pärchen. Oh, sie haben ja einen eigenen YouTube-Kanal und ich habe schon viele Videos von ihnen geschaut. Und oh, man sieht halt sofort, dass sie sich lieben. Dass sie ineinander sehr ganz tief verliebt sind. Ja, und genau das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Und deswegen kann ich nicht mehr arbeiten. Ja. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wann das letzte Mal war, dass ich mit meinem damaligen Freund so ganz lieb, ganz liebevoll einander in die Augen geschaut haben. In den letzten Monaten haben wir uns sehr viel gestritten und vor allem ich. Ich wollte immer mehr von ihm. Ich war nie zufrieden. Und er hatte immer weniger Motivation. Und dann langsam haben wir gemerkt, dass unsere Beziehung so ausgeklungen war. Ein besseres Wort fällt mir nicht ein. Ja, ist ausgeklungen. So bin ich Single geworden. Ja, ich bin wieder Single. Seit, wo ist mein Kalender? Ja, tatsächlich. Ich schreibe alles auf, so wann ich Schluss gemacht habe. Okay. Seit einem Monat, seit knapp einem Monat bin ich wieder allein. Weiß nicht. Ich wollte das nicht so offiziell machen. Und vor allem wollte ich kein Video über so ein Thema extra machen. Aber zum einen wurde ich zu oft gefragt, wie es ihm geht, wo er ist, was er gerade macht. Ich weiß nicht, Leute. Leider weiß ich das nicht mehr. Und zum anderen bin ich irgendwann auf diese Idee gekommen, dass ich ein bisschen rauslassen soll und ehrlicher sein soll zu euch vor der Kamera. Besser als so zu tun, als wäre ich ganz glücklich, ganz okay und als wäre nichts passiert. Doch ist etwas passiert. Mir ist etwas passiert und das war keine schöne Sache. Aber auch nicht die schlimmste. Das muss man sagen. Okay. Jetzt kann ich und muss ich weiter arbeiten gehen. Ja, warte kurz. Ich habe eine kleine Bitte an euch. Bitte schreibt in die Kommentare nicht Himneseo oder so ähnliches. Gebt mir lieber Geld dafür. Ja.